Hallo und herzlich willkommen zusammen auf meinem Kanal. Mein Name ist Lacusat. Heute geht es mal um das Thema Star Citizen Patch 3.15 Medical Gameplay. Wie kann ich andere Spieler retten? Wie sieht das ganze Thema aus mit, wenn ich versuche, Leute irgendwo herauszuholen, um auf mein Raumschiff zu bringen? Wir haben das Ganze getestet. Wir waren im Bunker auf Microtech im Data Center 4 bla 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 unterwegs und haben versucht, die dortigen Security-Typen mal auf unsere Carrack zu schleppen. Wir haben also mehrere Fehler unterwegs gehabt. Wir konnten jedes Mal, wenn wir die Treppen nach oben gelaufen sind, während wir den Körper gezogen haben, ist uns der Körper des Öfteren abgefallen. Dann, wenn ein anderer Spieler in den Körper reingelaufen ist, haben wir den Körper verloren. Aufzugfahren hat wunderbar funktioniert. Beim Bunker verlassen ist uns ein ziemlich heftiger Fehler. Und zwar geht ja, wenn man aus dem Bunker rauskommt, geht es ja so leicht schräg nach unten auf die Planetenoberfläche oder Mondoberfläche. Genau auf dieser Schräge verliert man im Millisekundenbereich immer diesen Körper, den man gerade am Ziehen ist. Super, super nervig. Das heißt, hier mussten wir die ganze Zeit mit der Physik arbeiten. Wir haben den kurz gepackt und sind ganz schnell losgerannt dabei, sodass der Körper halt immer ein Stück weiter nach unten gerutscht ist. Auf der Planetenoberfläche irgendwann mal angekommen, verlieren wir auch ständig den Körper. Auch super nervig. In dem Moment, wo wir es dann mal geschafft haben, an der Carrack anzukommen, war dann natürlich die Gefahr, okay, da ist, wir waren wirklich sehr gut aufgesessen. Unsere Rampe war ebenerdig aufgelegen und trotzdem ist der Körper immer wieder hängen geblieben und ist weggeflogen von der Kante. Hat man ihn leicht auf der Schräge gehabt, ist er trotzdem runtergeflogen und ziemlich weit weggeflogen. Nach etlichen Probieren haben wir es dann geschafft, die Charaktere in den Carrack-Innenraum zu bekommen. Das hat auch wieder so das ein oder andere, hat die ein oder andere Tücke bereitgehalten und somit, ja, hatten wir dann die Türen vor uns. Das heißt, wir mussten ja durch die Türen bis zum großen Fahrstuhl nach hinten laufen und mussten durch den Cargo-Raum auf dieser Brüstung laufen. So, jetzt waren wir also durch die erste Tür durch, sind auf die Brüstung gekommen. In dem Fall, was ihr im Video seht, das bin ich, der über die Brüstung läuft und seinen Charakter, den er gerade am Ziehen ist, verliert und der dann durch die Brüstung einfach gerade durchbackt und runter in den Cargo rumfällt. Da konnte ich mit dem Fahrstuhl ja wieder darunter fahren, konnte den wieder nach oben holen und so ging es weiter. Dann haben die Türen halt zu schnell geschlossen, weil wir zu langsam unterwegs sind, um die da durchzubringen. Hat man den Charakter wieder verloren, dann ist man im Fahrstuhl angekommen. Man konnte mit dem Charakter nach oben fahren, oben angekommen. Es befindet sich ein kleiner Schlitz zwischen Tür des Fahrstuhls und dem Fahrstuhl. Und beim Rausgehen ist dann die Tür wieder zugegangen. Ich habe den Charakter verloren und er hat sich da durchgebackt. Durch diesen kleinen Schlitz. Es ist aber nicht so, dass der Charakter einfach nur runtergefallen ist. So, dass er unter dem Fahrstuhl liegen würde. Weil in dem Fall könnte ich ja einfach mit dem Fahrstuhl runterfahren. Habe ich, glaube ich, sogar ausprobiert im Video. Und der würde sich eventuell durchbacken und würde wieder auf dem Fahrstuhl liegen. Das ist nicht der Fall. Er liegt auch nicht unterm Fahrstuhl. Zumindest habe ich ihn da nicht gesehen. Da bin ich einfach ausgegangen, entweder ist er einfach verschwunden oder er ist so durchs Schiff gebackt, dass er unterhalb vom Raumschiff lag. War erstmal nicht so schlimm. Mein Kamerad, mit dem ich unterwegs war, der hat es geschafft, den Charakter bis zur Medbay zu bringen. Natürlich auch mit seinen Tücken, auch genau dieselben Fehler gehabt wie ich. Mal abgesehen von dem Fahrstuhlbug hat das, naja, funktioniert. Also, wenn Patch 3.15 kommt und wir werden nicht die Möglichkeit haben, den Spieler, der dort verletzt liegt, der sich nicht bewegen kann, der aber ein Beacon setzt, damit wir ihn abholen können. Wenn wir den nicht tragen können, also Schultern, ganz, ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Also ich weiß nicht, wie Sie das in Ordnung bringen wollen. Schauen wir mal. Also, wir brauchen die Möglichkeit, dass man den tragen kann. Wir brauchen die Möglichkeit, dass wir eine mobile Trage haben. Entweder eine Trage, die selbstständig, ich sag mal, schwebt. Ja, also wir schieben die, aber sie schwebt. Dann wäre das in Ordnung mit einer Raycast-Abfrage, dass ihm abgefragt wird. Wie weit bist du vom Boden weg? Halte die Position von dem Untergrund, der sich gerade unter dir befindet. Das wäre eine Möglichkeit zu sagen. Aber warten wir mal ab, was CIG gebracht hat. Aber sollte es einfach nur kommen, ohne irgendwelche Zusätze, ja, Prost Mahlzeit, wird keinen Spaß machen. Leider, so ist nun mal aktuell der aktuelle Stand. Gut, dann würde ich einfach sagen, das Video geht jetzt noch circa 10 Minuten. Wünsche ich euch viel Spaß beim Angucken. Da könnt ihr euch also die Fehler selbst nochmal ansehen.
Ich habe das Video einfach mal laufen lassen. Und schauen wir mal, was in 3.15 auf uns zukommt. Bis dahin, euer Lacusat und viel Spaß im Verse.